Herzlich willkommen. In diesem Video gebe ich eine kurze Einführung zu Laufrollen, Stützrollen und Kurvenrollen. Diese Lager unterscheiden sich zu den anderen Wälzlagern vor allem dadurch, dass ihr dickwandiger Außenring gewöhnlich auf einer Ebene, Kurve oder Gegenrolle abrollt. Der Außenring kann bei einer geringen Verformung hohe radiale Belastung aufnehmen und reduziert Verspannung. Die meist ballige Mantelfläche des Außenrings kompensiert leichte Schiefstellung gegenüber der Laufbahn. Laufrollen, Stützrollen und Kurvenrollen sind für unterschiedlichste Anwendungen in verschiedenen Bauarten und Ausführungen erhältlich. Laufrollen eignen sich für die Montage auf Achsen. Sie sind wie Rillen- oder Schrägkugellager aufgebaut und lassen somit hohe Drehzahlen zu. Neben einer hohen radialen Belastbarkeit können Laufrollen auch axial in beide Richtungen belastet werden. Einreihige Laufrollen gleichen einreihigen Rillenkugellagern und ermöglichen somit höhere Drehzahlen als zweireihige Laufrollen. Zweireihige Laufrollen bieten hingegen eine höhere Belastbarkeit. Sie sind wie zweireihige Schrägkugellager aufgebaut und somit etwas breiter. Profillaufrollen haben ein spezielles, nach innen gewölbtes gotisches Profil, das sich für den Lauf auf einer Welle oder einer rundprofilierten Gegenlaufbahn eignet. Dies ermöglicht eine gute axiale Führung. Stützrollen eignen sich für die Montage auf Achsen. Sie basieren auf Zylinder- oder Nadelrollenlagern und sind deshalb radial belastbarer als Laufrollen, deren Vorteil wiederum die höhere Drehzahleignung ist. Neben hohen radialen Belastungen lassen Stützrollen auch geringe Axialbelastung zu, die durch leichte Fluchtungsfehler oder Schräglauf entstehen können. Stützrollen mit Nadelrollen als Wälzkörper sind relativ kostengünstig und dennoch radial hochbelastbar. Sie sind mit Käfig erhältlich und für höhere Belastungen auch vollnadelig, das heißt ohne Käfig. Für noch höhere Belastungen eignen sich Stützrollen mit Zylinderrollen, die zweireihig und ohne Käfig aufgebaut sind. Stützrollen ohne Axialführung und ohne Innenring eignen sich immer dann, wenn in radialer Richtung nur wenig Bauraum zur Verfügung steht. Eine axiale Führung sollte durch das Anschlussbauteil gegeben sein. Diese Stützrollen ohne Innenring sind nur auf Achsen einsetzbar, bei denen die Laufbahn gehärtet und geschliffen ist. Stützrollen ohne Axialführung mit Innenring sind dann zu empfehlen, wenn die Achse keine direkte Laufbahn bietet und eine axiale Führung durch das Anschlussbauteil gegeben ist. Stützrollen mit Axialführung eignen sich für Anwendungen, bei denen die axiale Führung nicht durch seitliche Anlaufflächen gegeben ist. Die Axialführungen gewährleisten hierbei auf den Innenring aufgepresste Bordscheiben. Kurvenrollen basieren auf Nadel- oder Zylinderrollenlagern und sind wie Stützrollen aufgebaut. Anders als Stützrollen haben sie jedoch einen massiven Rollenzapfen als Laufbahn, der mit einem Gewinde und einer Schmierbogen versehen ist. Dadurch lassen sich Kurvenrollen einfach und kompakt verbauen. Dies war eine kurze Einführung zu den Laufrollen. In weiteren Videos erfahren Sie mehr über Wälzlager.